Und herzlich willkommen zurück zu Wuffy. Minecraft Regrowth mit Wuffys. Jo, machen wir uns dann Tierzoo mal weiter. Was haben wir die Hunde? Was ist jetzt mal mit dem Counterpart mit Katzen? Spawn Ocelots. Ah ne, da brauche ich Fische, um die zu zähmen. Oh, Fische. Muss ich jetzt. Ich wirklich angeln? Habe ich noch Fische? Zählt Raw Squid? Also ist das Fisch zum Zähmen von Katzen? Ich weiß es gerade nicht. Vielleicht machen wir doch noch keine Katzen. Gerade nämlich keine Lust. Eigentlich fehlt noch. Ja gut, Wuffy haben wir. Going Betty. Aha. Ich würde sagen Kitty. Nein, ach nicht Kitty, Schweinchen. Nochmal Schwein. Schwein. Ups. Nein, nicht, wird nicht. So, jetzt da, wenn jeder weiß, Pick. Zombie-Pick, Pick. Pick. Mushrooms in zweifacher Ausführung, Karotten und das restliche Döns. Mushrooms. Habe ich noch Mushrooms? Waren beide? Sehr gut, ich habe sogar noch beide. Mushrooms, dann wieder drei von denen. Ein Ei, zwei. Waren es zwei oder drei Karotten? Zwei Karotten, glaube ich, waren es. Oder? Zwei Karotten, die Mushrooms, drei von denen und ein Ei. Und natürlich ein Stein. Das Ei, die Mushrooms, die beiden und die drei. Ups. Die drei. Sehr gut. Ist wieder gemacht. Jetzt, die wurden schon total kahl gefressen. Okay, kahl. Kahl! Warum bist du nur einzeln geworden? Na gut. Nein. So. Mal so. Geht ja mal gar nicht, dass hier nur einzelne Bäume entstehen. So. Kommen den Rest kurz los. Na ihr? Da blitzt es schon. Wo ist mein Stein? Da ist der Stein. Schwein. Dann ein kleiner Reward, machen wir Doppelschwein. So. Open the doors, please. Thank you. Schwein und Schwein. Ja. Habe ich noch. Ne, Karotten habe ich gerade nicht bei. Jetzt möchte ich noch schnell vermehren. Komm, machen wir das vielleicht noch. Gibt es noch ein kleines Schwein? Wo ist mein Karottenfeld? Das ist doch mein Karottenfeld, oder? Ja. So. Dann fresse ich nicht aus Versehen eine Karotte. Wohl fressen ist eigentlich das Stichwort. Sollte ich vielleicht mal tun. So. Ich habe ich gar nicht. So. Genau, dann fütter ich noch kurz meine zwei Schweinchen. Ein weiteres Schwein. Eins für dich, eins für dich. Macht Liebe. Ob die Kuh schon wieder kann? Und die Kühe und die Schafe. Könnt ihr schon wieder? Du und du? Könnt ihr schon? Ja. Dann habe ich noch dieses Schaf mit dem Schaf. Und dieses Schaf mit dem Schaf. Das müsste dann auch wieder alles sein. Schade, dass ich die Partikel nicht sehe. Also die Liebespartikel. Für zukünftige Vermehrungen. Na ihr. So, und hier noch ein Ei.
Von den Hühnern. Ich könnte eigentlich mal so einen Schwung Eier in den Stall werfen. Mal schauen, ob die mal mehr, ob ich dann noch mal ein Hühnchen kriege, nachdem mir eher das andere hier irgendwie entfleucht ist. Geht doch. Komm. Gibt's noch ein weiteres? Ja, sehr gut. Sehr schön. Habe ich noch ein paar Hühnchen. Next. Das wäre das Schwein. Spoom. Lieber. Creeper. Slimed over. Gibt es noch eins, wo ich noch eine Quest krieg? Unlocked one Quest. Ist immer noch nichts. Na gut. Ups. Nein, ich will mir noch keine Grape Seeds machen. Was machen wir denn dann noch? Das Sandtrass. Villagers. Ach komm, machen wir noch Villager. Ich glaube, das ist vielleicht nicht ganz so verkehrt. Villager. So. Zeile. Villager Statues. Villager Quest Professor Beekeep. Okay. Profession. Spawn Villagers. Wieso gibt es hier zwei? So genau das gleiche. Okay. Zwei Emeraldos. Weizen, Kartoffeln, Karotten, drei von denen. Ei, das kriege ich hin. Für was habe ich denn dieses Feld hier? Emeraldos. Was ist hier nicht drin? Ach ja, genau. So. Emeraldo. Dry. Gut, zweiten gereicht, aber gut. So, dann brauche ich noch Kartoffeln. Also, Moment. Sehr gut. Zwei von denen. Zwei von denen. Eins von denen, drei von denen. Halt! Dann eins von dem und eins von dem. Ups. Also eins von dem. Also eins von dem und eins von dem. Fehlt mir noch das Ei. Das habe ich nicht dabei. Das reimt sich und das wollte ich gar nicht. Ei. Ach nein, Moment. Ei. Irgendwas vergessen? Drei von Experience haben wir ein Ei, zwei davon, Weizen, Kartoffeln. Ja, das ist doch richtig, oder? Ich habe eine Weizen, Kartoffeln, Ei, Karotte, zwei Emeralds und die drei Drops. Weizen, Kartoffeln, Karotte, drei Drops, zwei Emeralds, ein Ei. Hä, was ist dein Problem mit? Ist die richtige Kartoffel? Da habe ich aus Versehen eine Poisonous reingepackt. Nee, das passt auch. Das ist. Nee, das ist eine normale Kartoffel. Ups, die Manual Pickaxe hier. Ach, ich habe außerdem die Manual Pickaxe da reingeschmissen. Ach, deswegen war da eine Lücke hier drin. Jetzt da, okay. Das erklärt alles. Eins, zwei, drei. Dann die drei. Dann die zwei. Dann ein Ei. Hä? Jetzt ist aber richtig. Moment, nein. Hä? Ich habe doch drei gesagt. Jetzt ist richtig. Ach so. Auch Sediment. Ja gut, dann kann ich natürlich verstehen, warum es nicht funktioniert. Jetzt verstehe ich auch, warum da eine Lücke war. Das konnte einfach bloß die Pickaxe nicht anzeigen in dem Interface. Jetzt ist alles klar. Emeraldo. So. Wie weit bist du?
Ach, mir fehlt ja noch das Steinchen. Hups, Steinchen. Ein Steinchen, ein Steinchen. Da ist doch das Steinchen. So. Bitte haben Sie einen Moment Geduld, Ihr Vorhang wird bearbeitet. Aus mal da. Ist er mal regeneriert? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob es auch im Inventar regeneriert. Komm, das warten wir noch kurz ab. Ist ja gleich fertig. Also gleich, also gleich, also gleich, also jetzt. So, Claim Reward. Funktioniert das noch, dass sich Villagers in der Nähe von Türen vermehren? Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Ich habe das noch nie gemacht. Habe ich noch Türen übrig? Scheint nicht. Dann würde ich sagen, dann machen wir einfach noch ein paar Türen. Ich habe keine Ahnung, ob das noch funktioniert und wie das eigentlich genau funktioniert. Ob das noch ganz überdachen braucht oder ob denen reicht, einfach eine Tür zu haben. Bricht die auch mit da rein? Oder kriegen die Villager ein eigenes Gehege? Wie das Huhn das Schaf gerade weggeschoben hat, das Schaf sich aber nicht davon beirren ließ und einfach weiter gefuttert hat. Interessant. Kriegt ihr ein eigenes Gehege, vielleicht ihren eigenen Schutzraum, weil ich will ja nicht, dass die Zombies wollen die ja numsen. Würde ich sagen, kriegt ihr einen eigenen Schutzraum. Aber nicht hier, weil wenn ihr die ganze Zeit nämlich die Türen betätigt, dann kriege ich die Krise. Machen wir es mal. Irgendwo da hinten. Vielleicht einfach neben dran. Ich habe keine Ahnung, wie groß das sein muss. Machen wir mal so einen kleinen Raum. Ja, doch. 4x4. Ups. 2, 3, 4. Keine Ahnung. Gibt's Türen? Gut, jetzt habe ich keine 3, aber egal. Ups. Blitzer. Ha. Ha. Und du? Ha. Okay. So, jetzt muss ich nur irgendwie wieder rauskommen. Moment, warte. Du bleibst da drin. Kriegt ihr noch Fackeln? Oh, ich habe wieder so extrem viel Fackeln dabei. Genau, ne? Ah, ich habe keine Sticks dabei. Ach, shit. Egal. Dann kriegt ihr jetzt noch ein Dach. Provisorisches. Ich sorge jetzt einfach in diesem Steinbunker da. So. Damit euch nichts anfallen kann. So. Ich lasse euch da jetzt mal Inzucht betreiben, was auch immer ihr wollt. Ich sehe es nicht. Tut Dinge, vermehrt euch. Keine Ahnung. So. Jetzt brauche ich wieder Sticks. So. Auf Charcoal, bla. So. Na ja. Gut, dann habe ich die Villagers jetzt auch. Brains. Wards and all. Little Pickies habe ich schon. Boom. Mess. Ich frage mich ja, warum. Mentats. Was ist das? Spawn Hobgoblins. Villagers are interesting to say the. Least, but you wish they could be a little more useful. You've seen a few hobgoblins around and their little huts, though. The fact that they survived the cataclysm makes you think they might be a bit more intelligent. Slaving them with a lead will encourage them to collect any items from the ground and put them in the nearby inventory. If you give them a pickaxe, they'll proceed to mine around them as long as they are still dead. Das ist interessant. Ich glaube, ich mache noch Hobgoblins.
Hop. Ah, muss gar nicht mehr eingeben. Hobgoblin. Okay. Dirt. Dirt, Stone, so wie eine Iron Pickaxe und Delete. Warte mal, was ist das andere? Ach, Spawn Village. Shit. Okay. Meh. Dann muss ich das jetzt nochmal machen. Also. 2 Emeralds. 1 Ei. Eins davon, eins davon, eins davon. 3 davon. Und keine Manual Pickaxe. Ich schon wieder. Also. 1, 2, 3. 1, 2. Kartoffel, Weizen, Karotte, Ei. Geht doch. So. Du. Und der Rest. Ups, falsche Taste. Iron Pickaxe, Lead. Wieder 3 von denen. Wieder 3 von. 3 von denen. Eine Eisen Pickaxe. Eine Eisen Pickaxe. Dann Lead. Habe ich das da reingepackt? Jo. Der Rest war Dirt und Stone. Dirt und Stone. Dirt. Also Stone. Und Dirt ist oben. Dirt. Und Dirt ist hier. So. Gut. Ja, und natürlich das Wichtigste wieder vergessen. Eins für den Villager, eins für den Hobgoblin. Ups. Lass mich dagegen springen. Los, tu es. Gut. Ups. So und so. So und jetzt da. Das da, das, 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 das und das. Und noch mal eine Runde. Aber eigentlich könnte ich noch eine zweite Lead gleich holen. Um den Hobgoblin einzufangen. Und einen Zaun bräuchte ich noch, um sozusagen festzuhalten. Ah ne, dann habe ich es da reingetan. Gehen wir das gleich mal aus. Zup. So, wie schaut's hier aus? Es dauert noch ewig. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir das einfach das nächste Mal. Ja, bis dahin. Tschüss.